Das war abends, da will der Vater seinen kleinen Jungen zu Bett bringen und sie wollen das Abendgebet sprechen. Aber der kleine Junge unterbricht den Vater und sagt, du Papa, ich habe noch mal eine wichtige Frage. Sag mal, woher kommen eigentlich die Menschen? Da sagt der Vater ganz kurz und knapp, der wollte keine lange Abhandlung machen. Er sagt, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Ach, sagt er, aus Staub gemacht. Nun lass uns beten, es ist schon spät. Nein, sagt der Junge, noch eine Frage. Sag mal, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater ist wieder kurz und knapp und sagt, weißt du, sie werden wieder zu Staub. In dem Moment fasst der kleine Junge unter das Bett, holt eine Handvoll Staub vor und sagt, du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob der gerade kommt oder schon wieder geht. Wir sehen also, dieser kleine Junge hatte über ganz grundlegende Fragen nachgedacht, nämlich woher kommen wir und wohin gehen wir einmal. Und diese Frage, die zweite Frage, soll uns an diesem Abend besonders interessieren. Wohin gehen wir, wenn wir sterben? Und den Vortrag haben wir genannt, was wird sein, 5 Minuten nach dem Tod. Ja, wir werden sehen, nicht nur 5 Minuten nach dem Tod, sondern wir können das eingrenzen, 1 Minute nach dem Tod. Nein, noch mehr eingrenzen, 1 Millisekunde nach dem Tod, gleich nach dem Tod. Was wird in dem Moment sein? Was werden wir erfahren? Darüber wollen wir nachdenken. Und es ist so, über diese Frage haben schon viele Menschen nachgedacht, auch viele Kulturen. Und ich glaube, die Kultur, die sich am intensivsten mit der Frage des Todes beschäftigt hat, ist die altägyptische Kultur. Und sie haben dem Tod riesige Denkmäler gesetzt. Und diese Denkmäler, das sind die Pyramiden von Gizeh. Bis heute weiß noch niemand, kein Baufachmann, niemand weiß, wie die damals die Pyramiden gebaut haben. Diese unvorstellbar großen Steinquader, 2,5 Tonnen schwer, sind glatt poliert an der Fläche. Da ist kein Mörtel dazwischen, die liegen ganz satt aufeinander. Da kriegt man kein dünnes Papierblättchen dazwischen geschoben. Als Student bin ich mal dort gewesen und damals durfte man auch noch auf die Pyramide hochklettern. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir sind hochgeklettert bis oben hin und haben dann, das war am Tag, und sind so lange oben geblieben, bis es dunkel wurde. Und dann konnte man im Dunkeln die ganze Stadt Kairo sehen, oben von der Cheops-Pyramide. Das war ein gewaltiger Anblick von diesem riesigen Steinhaufen, kann man sagen. Und das Ganze diente diesem Glauben, dass die damals glaubten, es gibt ein Leben nach dem Tod. Davon waren sie ganz, ganz fest von überzeugt. Und viele haben über den Tod nachgedacht, auch die Philosophen in Griechenland, und Epikur war auch einer, der besonders nachgedacht hat über den Tod, und er sagte, so ist also der Tod das schauervollste Übel für uns Philosophen ein Nichts. Wenn wir da sind, dann ist der Tod da, aber wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr da. So hatte er das Problem gelöst. Vielleicht in Anlehnung daran hat Otto Reutte, der Couplet-Sänger, damals noch im Kaiserreich, ein Lied geschrieben mit dem Titel »In 50 Jahren ist alles vorbei«. Das sang er jeden Tag auf der Bühne und wenn er dieses Lied gesungen hat, bekam er regelmäßig Bühnenbeifall. Der hat jeden Tag gesungen und kein Wunder, er starb auch auf der Bühne. Ich weiß nicht, das ist nicht überliefert, ob er gerade bei diesem Lied auch starb. Aber wir klinken uns einmal ein, was er da gesagt hat oder gesungen hat. Er sagte, und fürchte dich nicht, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tode sich fürchten hat keinen Zweck, man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe und in 50 Jahren ist alles vorbei. Drum hast du noch Wein, dann trink ihn aus. Und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freu dich hier unten beim Erdenlicht, wie es unten ist, weißt du, wie es oben ist, nicht. Nur einmal blüht im Jahr der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. So war sein Lied und das wurde geliebt über alles, dieses Lied. Viele haben über den Tod nachgedacht,
darunter auch Wolfgang Borchert, der das Bühnenstück geschrieben hat, Draußen vor der Tür. Das hat er unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und das Besondere an diesem Bühnenstück ist, dass der Tod und Gott auf der Bühne auftreten. Und die sind in einem Gespräch. Und in diesen Dialog wollen wir uns mal ein wenig einklinken, was er zunächst spricht dort Gott. Und er sagt, ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Finster, finster. Tod, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dich glauben sie, dich lieben sie, dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Du bist der neue Gott, Tod. Aber du bist fett geworden. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist aber rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Und darauf antwortet nun der Tod, indem er sagt, naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Auch eine Idee über den Tod, wie wir hier sehen. Ein anderes Gedicht möchte ich auch zum Besten geben in diesem Zusammenhang. Das stammt von Heinrich Heine und er hat ein Gedicht geschrieben, Die Grenadiere. Und damit meint er Soldaten, die vom Russlandfeldzug von Napoleon zurückkommen, sind auf dem Rückzug. Und jetzt beschreibt er das, wie nun da zwei Brüder zusammen auf dem Rückmarsch sind. Und da sagt der eine zum anderen, gewähr mir, Bruder, eine Bitt. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. So will ich liegen und horchen still, wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steige ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Wir werden noch sehen, ob sowas möglich ist oder nicht. Derselbe Heinrich Heine hat auch gesagt, O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel, sagt mir, was bedeutet der Mensch, woher ist er kommen, wo geht er hin? Er hatte auch diese ganz zentrale Frage. Wir kennen alle noch Rudolf Augstein, der Herausgeber und Eigentümer des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Er starb 2003 und kurz vor seinem Tod wurde er von einem Journalisten gefragt, glauben Sie an Gott? Und Augstein sagte Folgendes, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten. Und dann muss ich mich damit auch nicht weiter beschäftigen. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Wir werden auch gleich sehen, ob das stimmt, was er da so groß gesagt hat. Iris Berben, eine bekannte deutsche Schauspielerin, hat gesagt, der Tod macht mir Angst, grässliche Angst. Ich bin heute da, wo ich immerhin wollte, und ausgerechnet jetzt sitzt mir die Zeit im Nacken. Warum können wir nicht einfach unsterblich sein? Eine amerikanische Schauspielerin kam zu einer anderen Idee und sie sagte, wenn ich einmal sterben werde, dann soll man meine Asche der Katze zu fressen geben. Nun, wir sehen, das ist nicht zu Ende gedacht, denn was passiert, wenn die Katze stirbt? Die wird ja auch eines Tages sterben. Muss man die Asche der Katze auch jemandem zu fressen geben? Also wir sehen, das ist noch nicht so ganz ausgedacht. Der dänische Märchendichter Hans Christian Andersen war oft unterwegs und er hat immer in Hotels übernachtet. Und er hatte eine fürchterliche Angst, dass er, wenn er im Hotel dort liegt,
und dass er scheintot ist, also nicht tot, nur scheintot. Und da hat er sich abgesichert und hat ein großes Plakat angefertigt, was er immer abends auf sein Bett rauflegte und hat draufgeschrieben: Ich bin nicht gestorben, ich schlafe nur tief. Und so hoffte er, wenn er scheintot ist, dass man dann ihn aufwecken würde. In England hatte jemand eine ganz merkwürdige Idee bezüglich des Todes. Eine englische Witwe, die hat die Asche ihres Mannes einer Munitionsfirma gegeben, um die Asche zu Munition zu verarbeiten, zu vermischen mit Munition. Und die Aufgabe bestand darin, die Trauergesellschaft dann auf Jagd zu gehen. Und es war möglich, aus der Asche des Mannes 275 Patronen anzufertigen. Dann gingen die Leute auf die Jagd und was dabei rauskam, bei der Jagd, das waren 70 Rebhühner, 23 Fasane, 7 Enten und ein Fuchs, der bei der Jagd dort erledigt wurde. Was das bringt, weiß ich auch nicht, aber wir sehen, viele Leute denken über den Tod nach. Günter Grass, der Literatur-Nobelpreisträger, starb am 15. April 2015 und er hatte Folgendes gesagt: Wenn er beerdigt wird, möge man ihm einen Sack Nüsse in den Grab legen. Mit einem Sack Nüsse will ich begraben sein und mit neuesten Zähnen. Wenn es dann kracht, wo ich liege, kann vermutet werden, er ist da, er knackt noch Nüsse. Also ich staune, worüber die Leute so nachgedacht haben, was da alles so zusammenkommt. Und eine ganz besondere Idee hatte Maria Pawlowna. Das war die Tochter eines Zaren und sie war verheiratet mit dem Großherzog Karl Friedrich von Weimar und sie war eigentlich sehr beliebt dort in Weimar, aber sie hatte auch eine bestimmte Vorstellung, wie es sein sollte, wenn sie einmal stirbt. Und sie hatte ein Testament gemacht, da war genau festgelegt, was man tun sollte. Und in diesem Testament waren 4 Bedingungen dort festgelegt. Und zwar wollte sie in russischer Erde begraben sein, nur weil sie Russin war. Nun, das wäre kein Problem gewesen, man hätte die Leiche nach Russland schaffen können und sie dort irgendwo beerdigen können. War aber nicht ganz so einfach, es gab noch weitere Bedingungen, nämlich sie wollte auch neben ihrem Mann liegen. Ihr Mann war Großherzog von Weimar und da war klar, dass der in der Fürstengruft beigesetzt wurde. Also auch dort, wo die Särge von Schiller und Goethe sich befinden. Dann war aber das noch nicht zu Ende. Sie wollte auch außerdem in einer Kirche begraben sein. Und dann hatte sie noch eine 4. Bedingung. Es sollte mindestens einmal im Jahr auf ihrem Sarg die Sonne scheinen. Also ganz merkwürdige Dinge, die sie da erfüllt haben wollte. Man hat das Testament eröffnet, als sie starb, klar. Und nun war guter Rat teuer. Wie kann man das zusammenbringen? Und sie haben beraten und beraten. Und dann gab es einen findigen Architekten, der hat eine Lösung gefunden. Was hat er gemacht? Er hat neben der Fürstengruft, also ein großes Gebäude, wo die Särge drin standen, hat er eine große Baugrube ausheben lassen. Und in diese Baugrube, da wurde Erde von Russland herbeigeführt, damals noch mit Ochsenkarren, und hat diese russische Erde in diese Baugrube geschüttet. Dann hat er darauf eine Kirche gebaut und diese Kirche stand Wand an Wand mit der Fürstengruft zusammen. Ich habe hier auch ein Foto, das kann man sogar besichtigen. Wenn man dort hinfährt, kann man das genau sehen. Und hat also direkt Mauer an Mauer eine Kirche gebaut. Und nun hat er das Problem auch so gelöst mit den Särgen. Der Sarg von Karl Friedrich, der war schon gestorben, der war noch in der Fürstengruft. Man hat einen Durchbruch gemacht, also da war die Mauer unterbrochen. Aber der Sarg von dem Großherz lag noch in der Fürstengruft. Und ihr Sarg war daneben, aber stand schon in der Kirche. Also war die Bedingung erfüllt, dass die Särge zusammenstanden. Der eine hatte das, wo er immer hinkommt, in die Fürstengruft. Und sie war in einer Kirche. Jetzt musste noch das Problem der Sonne gelöst werden. Auch das hat der Architekt geschafft.
Er hat gen Süden ein großes rundes Fenster eingebaut in diese Kirche. Und dann hatte man direkt über dem Sarg, sie war in der Unterkirche, befand sich der Sarg. Und dann hat man eine große Stahlplatte eingelegt in den Fußboden der Kirche mit vielen Bohrungen. Und wenn jetzt mindestens beim Höchststand der Sonne die Sonne durch das Fenster schien auf diese Stahlplatte und dann durch die Löcher fiel das Licht direkt auf den Sarg. Es waren alle Bedingungen erfüllt. Also das ging, nur die Frage stellt sich, was soll das alles? Warum macht man das? Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Vorstellungen gehört, was die Menschen sich so ausgedacht haben bezüglich des Todes. Und wir haben manchmal geschmunzelt und haben gestaunt, was die Leute so tun. Und wenn wir Bilanz ziehen, können wir feststellen, niemand kann uns wirklich sagen, was nach dem Tod ist. Alle haben keine Ahnung. Die einen bauen Pyramiden, die anderen bauen eine Kirche und der eine will Nüsse im Sarg haben. Also es ist ja eine unglaubliche Fülle an Ideen und man weiß ja gar nicht, was soll ich machen. Da stehen wir einfach so davor. Und der deutsche Dichter Immanuel Geibel hat recht, wenn er in einem Zweizeiler sagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Kann man sofort unterschreiben, stimmt. Wir haben keine Ahnung. Ahnungslos, wir wissen nichts über den Tod, schon gar nichts, was danach ist. Eigentlich könnte ich jetzt meinen Vortrag beenden und sagen, ich weiß auch nicht, also können wir nach Hause gehen. Nein, doch nicht. Wenn, jetzt kommt eine Bedingung, wenn wir einen hätten, der in der Frage des Todes kompetent ist, uns die Antwort zu geben, dann könnten wir auf den hören. Aber wer ist schon kompetent? Wer ist kompetent in der Frage des Todes? Und wenn wir in der ganzen Weltgeschichte nachdenken, stellen wir fest, es gibt nur einen einzigen, der ist kompetent, uns die Frage des Todes vollständig zu beantworten. Welche Bedingungen müsste er erfüllen? Ich meine vier Bedingungen, um kompetent zu sein. Er müsste erstmal selber im Tod gewesen sein. Klar, sonst kann er uns nichts sagen. Er muss ja wissen, wie es geht. Dann müsste er aber auch, zweite Bedingung, auch zurückgekommen sein. Denn wenn er im Tod bleibt, kann er es uns nicht erklären. Er muss zurückgekommen sein. Und weitere Bedingung, er müsste zeigen, dass er Macht hat über den Tod. Er muss Vollmacht haben über den Tod. Und noch eine vierte Bedingung, die sehr wichtig ist, er müsste vertrauensvoll sein. Wir müssten gewiss sein, was er sagt, dass das stimmt. Also mit anderen Worten, der dürfte nie gelogen haben. Wenn der eine Lüge schon gemacht hätte, dann sind wir schon zweifelnd, ob man ihm glauben kann. Wir werden so oft belogen in dieser Welt. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt so nachschauen und die Bedingungen so hart stellen bezüglich der Kompetenz, dann bleibt nur ein einziger über, der uns die verbindliche Antwort geben kann. Und das ist Jesus. Warum Jesus? Jesus wurde gekreuzigt und er war im Tod. Der war wirklich tot, denn die römischen Soldaten haben sogar eine Lanze in seine Seite gestochen, als er am Kreuz hing, damit das Blut und das Wasser abfloss. Und da wusste man ganz genau, der ist wirklich tot, absolut tot. Wenn da kein Blut mehr drin ist im Körper, ist tot. Also das war gesichert, der ist wirklich tot. Aber er hatte vorausgesagt, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Er wird leben in Ewigkeit. Und das hat er nicht nur gesagt, sondern das Besondere daran ist, er hat sich immer wieder den Menschen gezeigt. Und als erste Zeugin hat Jesus eine Frau gewählt, die Maria Magdalena. Und Maria Magdalena kam am Ostermorgen an das Grab und sieht ihn. Und sie ist ganz verblüfft und denkt, das ist der Gärtner. Aber als Jesus sie anspricht mit dem Namen Maria, da hatte sie an der Stimme sofort erkannt, das ist Jesus. Es war wirklich Jesus, der auferstandene Herr, den sie gesehen hat.
Aber es war nicht nur Maria Magdalena alleine. Es gibt 15 Zeugnisse im Neuen Testament, wo Menschen diesen auferstandenen Jesus gesehen haben. In einer Situation wird es geschildert im Korintherbrief, sogar 500 Brüder auf einmal. Rechnen wir die Schwestern noch dazu, sind wir bei 1000, nochmal 1000 Kinder, sind wir schon bei 2000 Zeugen. Also ganz gewaltig, er hat sich zeigen lassen, er hat gesehen. Besser geht's gar nicht. Und das haben die Apostel geschrieben und die lebten noch, die das erlebt haben. Also wenn das nicht gestimmt hätte, hätte es sofort Widerspruch gegeben. Also er ist wirklich auferstanden. Er kam vom Tod zurück. Und er ist derjenige, der Einzige, der Vollmacht hat über den Tod. Der Tod war für ihn keine Grenze. Wenn einer tot war, er konnte ihn im Nu auferwecken. Und das hat er gezeigt bei Lazarus in Bethanien. Jesus kommt zu spät, so meinen die Frauen. Und sie kommen ihm weinend entgegen und sagen, wärst du früher gekommen? Wir wussten, dass du Kranke heil machen kannst. Du hättest ihn gesund machen können. Aber du bist zu spät. Er ist tot, mausetot. Was nun? Und die Frauen weinen bitterlich. Und was tut Jesus? Das ist das Besondere an dieser Geschichte, die mich so fasziniert. Was tut Jesus in dem Moment, als die Frauen weinen? Hätte er sagen können, mal langsam, nicht? Ich hole ihn gleich aus dem Grab raus. Hat er nicht gemacht, sondern er hat erst mal mitgeweint. Er hat echt mitgeweint. Die Bibel sagt, wir sollen uns freuen mit den Fröhlichen und sollen weinen mit den Trauernden. Und das hat er selber getan. Er weinte mit den Frauen, und zwar echt. Und dann ging er zum Grab und sagte, wälzt den Stein weg. Und dann rief er in das Grab hinein, Lazarus, komm mal raus! Ein Machtbefehl gegen den Tod. Was passiert? In dem Augenblick kommt der Lazarus aus dem Grab heraus. Sofort, der war noch eingewickelt in allen möglichen Binden, aber der ist da. Und die Leute haben protestiert, dass der Stein weggerollt werden soll. Und sie sagen, das stinkt schon, hier in der Sonne Israels, der stinkt. Bloß das nicht, tu uns das nicht an. Wir können uns das so vorstellen, diese Makromoleküle, die DNS-Moleküle, die Eiweißmoleküle, die zerfallen in der Hitze. Und diese kleinen Molekülenden nimmt die Luft auf und wenn es in die Nase kommt, das ist Leichengeruch. Das stinkt wie die Pest, kann man sagen, nicht? Leichengeruch. Und diese Moleküle waren vom Wind schon verweht bis nach Jerusalem und wer weiß, wo waren die Moleküle schon entschwunden. Und jetzt sagt dieser Jesus, Lazarus, komm mal raus, was passiert jetzt? In dieser Sekunde, alle Moleküle, wer weiß, wo sie gewesen waren, kriegen den Befehl, marsch zurück, wo ihr gewesen seid, Zelle 7.857.368. Und die wussten genau, in welcher Zelle sie gewesen sind und die marschieren hin, augenblicklich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit, sind sofort da. Und der Lazarus ist aufgebaut, sein ganzer Körper, und es stinkt nicht mehr. Ja, das ist Vollmacht über den Tod. Kann man sich sowas vorstellen? Wer solche Macht hat über den Tod? Das ist Jesus. Aber jetzt kommt noch die wichtigste vierte Bedingung. Was hilft es uns, wenn er das weiß, aber uns nicht sagt? Da haben wir auch nichts davon. Aber Jesus ist der Einzige, der über diese Welt gegangen ist und der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Kann sonst niemand sagen. Gemessen an diesem Jesus sind wir alle Lügner, ohne Ausnahme. Ich habe neulich schon gesagt, ich konnte schon als vierjähriger Junge lügen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, das konnten wir alle schon mit 4 Jahren. Vielleicht sogar noch früher. Aber Lüge ist Sünde. Sünde trennt von Gott. Und schon eine Sünde versperrt uns das Himmelreich. Das ist die Tragik. Aber nur Jesus war der Einzige, der nie gesündigt hat. Der hat nie gelogen. Er konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Und das konnte er sagen im Angesicht seiner Feinde, die ihn ja genauestens beobachtet haben, ob er irgendeinen Satz oder ein Wort sagt, das nicht so ganz stimmt. Aber sie fanden nichts. Es blieb dabei, was er sagte. Ich bin die Wahrheit. Jetzt merken wir, jetzt sind wir bei der richtigen Person angelangt. Die Person, die im Tod war, die im Tod zurückgekommen ist, die Macht hat über den Tod und die Person, die uns niemals anlügen wird. Und das ist Jesus.
Jetzt sind wir durchgedrungen zu der einzigen Person, die uns die Antwort auf die Frage des Todes geben kann. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Das ist ein Steinsims in einer Kirche in Südtirol. Und da sieht man vier Totenschädel auf einem Steinsims hingelegt. Und da steht ein großes Schild drüber und da steht drüber, wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser. Tja, jetzt liegen die da nebeneinander. Man kann nicht mehr unterscheiden, wer ist wer. Vielleicht der eine Schädel, der hier rechts sieht, ist der des Kaisers. Ein Mann, der unglaublich viel Macht hatte, der Befehle gegeben hat und dann musste das Heer marschieren. Das haben die auch gemacht. Er hatte Macht. Und wenn man seine Goldkammern gesehen hätte und seine Diamantenkammern und Kleiderkammern, ich glaube, wäre uns das Herz stehen geblieben, wenn wir sowas gesehen hätten, was der für ein reicher Mann war. Aber er muss auch sterben. Und jetzt liegt er hier, der Schädel. Und dann vielleicht direkt daneben liegt der Schädel dieses Bettlers. Der hatte nicht die Frage der Kleiderkammer, der hatte nur ein paar Lumpen, das trug er jeden Tag. Und was er frühstückt, war zunächst mal unbekannt, bis ihm jemand ein Stück Brot gab. Und der muss auch sterben. Jetzt liegen die Schädel hier direkt nebeneinander. Und wir haben den Eindruck, das ist ja völlig gleich. Ist ja gar kein Unterschied, ob Kaiser oder Bettler. Alles ist gleich. Und wir sind gesinnt, ein zweites Schild anzufertigen und schreiben ganz groß drüber, der Tod macht sie alle gleich. Wer unterschreibt dieses Schild mit Mahnzeichen? Ein bisschen zögerlich. Nicht mehr. Ja, die anderen sind vorsichtig. Das muss man auch sein. Denn dieses Schild sollten wir nicht schreiben. Warum nicht? Weil es nicht stimmt. Der Tod macht sie nicht gleich. Und das werden wir uns genau ansehen. Und darum möchte ich zunächst einmal drei große Unterschiede feststellen. Und zwar große Unterschiede schon in dieser Welt, dann große Unterschiede im Sterben und dann große Unterschiede im Tod. Das müssen wir unbedingt verstanden haben, weil das ganz, ganz zentral wichtig ist, dass wir diese Unterschiede kennen. Nun, das wissen wir alle aus Erfahrung. In dieser Welt gibt es sehr, sehr reiche Leute und es gibt auch sehr, sehr arme Menschen. Das ist also ein großer Unterschied. Die bestverdienende Sängerin der Welt ist die Amerikanerin Madonna. Ich habe gelesen, die hat ein Einkommen von 39,2 Millionen Euro pro Jahr. Puh. Ich habe mal ausgerechnet, das wären 21.000 Euro pro Stunde. Wer hat so einen Stundenlohn? Das ist ja unglaublich. Ein einziger Mensch, solch ein Lohn. Und die Firma Oxfam in England hat ausgerechnet, wie die Verteilung des Reichtums und der Armut in dieser Welt ist. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass 1% der Weltbevölkerung, also der Personen der Weltbevölkerung, haben das gleiche Vermögen wie die 99% anderen. Da merken wir, wie unvorstellbar ungleich das verteilt ist. Und wenn wir die Menschheit einteilen würden, halbe halbe, ein Teil der ärmere Teil und der andere der reichere Teil, dann gibt es 8 Personen auf dieser Welt, die sind so reich wie die eine ärmere Hälfte der ganzen Welt. Wir sehen also, die Unterschiede in dieser Welt sind riesig groß. Und gleichzeitig wissen wir, dass 40.000 Kinder pro Tag an Hunger sterben. Da habe ich den Meistverdienenden noch gar nicht genannt, Bill Gates. Der hat noch einen größeren Stundenlohn, nämlich von 1 Million Dollar pro Stunde. Pro Stunde, nicht pro Jahr. 1 Million Dollar. Also es gibt unvorstellbar großen Reichtum und es gibt solche Armut, dass Kinder daran sterben, weil sie die nötige Hand voll Reis nicht haben und sterben. Riesige Unterschiede in dieser Welt.
Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, die Unterschiede beim Sterben. Wenn jemand stirbt, ist das ein großer Unterschied. Zum Beispiel Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Boah, das ist ein Sterben, was? Jetzt mache ich Gewinn, den größten Gewinn, sagt er. Es war während der russischen Revolution, als der Kommunismus da dran kam, da haben die gesagt, jetzt werden wir das Christentum bekämpfen. Das passt überhaupt nicht zu unserer kommunistischen Idee. Und da hatte man einige Christen gefangen genommen und hat gesagt, mit euch fangen wir an, euch werden wir zuerst beseitigen. Und sie hatten sich überlegt, wie wir das machen. Sie haben gesagt, wir werden euch ertränken. Puh. Da war diese Gruppe und einer von denen sagt, wir gehen jetzt zu Gott. Was macht es, ob zu Lande oder zu Wasser? Die gingen unerschrocken in den Tod. Gar keine Frage. Was ist das für ein Glaube, der dahinter steht? Welch eine felsenfeste Gewissheit, wir gehen jetzt zu Gott. Aber es gibt auch die Gegenseite. Kaiser Wilhelm II., dem wir im Wesentlichen den Ersten Weltkrieg zu verdanken haben, mit Millionen und Abermillionen von Toten. Der starb in Holland im Exil und seine letzten Worte waren, ich versinke. Wohin? Wohin ist er versunken? Hat er klar erkannt, mein Leben habe ich falsch gelebt, ich versinke. Und ein anderer, der britische Staatsmann Winston Churchill, ihm war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unvorstellbar viel Macht zugefallen. Er konnte mit Stalin zusammen entscheiden, wie die Landkarte Europas aufgeteilt wird. Ich bin dort gewesen, auf der Krim, in Jalta, wo Stalin, Roosevelt und Churchill die Welt aufgeteilt haben. Roosevelt war schon krank, der ging schon zu Bett. Und dann saßen nur noch Stalin und Churchill vor der Karte Europas und haben die Linien gezogen, was jetzt zum Einflussbereich von Russland gehört, von der Sowjetunion und so weiter. Und da haben sie einfach entschieden, dieser Churchill mit, und hat entschieden, dass ein riesiger Teil von Deutschland einfach abgehackt wird. Ostpreußen, Pommern, Schlesien, riesige Ländereien werden abgetreten, weg. Und alle die Menschen, die dort wohnen, Millionen von Menschen, werden einfach vertrieben von Haus und Hof und weg. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Das hat dieser Mann entschieden, der Churchill. Stellt euch mal vor, so viel Macht war ihm zugefallen. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so haben sie das so entschieden. Dieser Mann muss auch sterben, ob er sehr viel Macht hat. Und was sagt er? Er sagt, welch ein Narr bin ich gewesen. Eine späte Einsicht, hätte er das früher erkannt, welch ein Narr er ist. Und das darf uns nicht passieren, dass wir sagen, welch ein Narr war ich in diesem Leben und habe das Entscheidende nicht beachtet. Das darf uns nicht passieren. Aber es wird uns auch nicht passieren, weil wir ja hierher gekommen sind und wir wollen die Antwort von Jesus wissen. Und jetzt kommt die Frage, jetzt haben wir behandelt, wie es in dieser Welt ist, wie es im Sterben ist und jetzt kommen wir zu dem Unterschied jenseits der Todesmauer. Wir alle sind von Gott als Ewigkeitsgeschöpfe konzipiert. Unsere Existenz wird niemals ausgelöscht. Auch wenn das Atheisten glauben, nie. Wir existieren alle eine Ewigkeit lang. Warum ist das so? Weil Gott uns den Lebensodem eingehaucht hat bei der Schöpfung und der Lebensodem Gottes ist ewig, der ist nicht zeitlich. Darum sind wir alle ewig existent. Aber Jesus sagt uns, der Unterschied im Augenblick schon des Sterbens ist so groß, so riesig groß, dass wir uns das kaum noch vorstellen können. Ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Unterschieden, die ich eben erklärt habe, im Sterben oder was wir im Leben erleben. Das ist ein riesiger Unterschied, der im Sterben augenblicklich offenbart wird. Warum? Weil ein Teil der Menschheit
geht in den Himmel und der andere Teil geht in die Hölle. Beide Orte sind ewig. Da ist nichts Zeitliches mehr. Die Menschen, die dorthin marschieren, zu diesem Ort, sind ewig verloren, werden ewig im Leid sein, in Schmerz und in allem unsagbaren Leid. Und den anderen wird es unvorstellbar gut gehen. Die werden im Himmelreich sein, wo Gott ist, wo Jesus ist, wo Herrlichkeit angesagt ist, wo es keine Krankheit mehr gibt, keinen Tod, kein Leid. Alles ist aufgehoben, es wird nur noch herrlich sein. Das sind die beiden Orte, das hat Jesus uns geschildert. Und diesen Unterschied, den müssen wir unbedingt zur Kenntnis nehmen. Das müssen wir unbedingt verstanden haben. Warum? Damit wir uns richtig entscheiden, wie wir in unserem Leben weiter verfahren. Darum hören wir uns das jetzt an, was Jesus uns sagt und die von ihm beauftragten Apostel. Was sagen sie uns? Und dann werden wir den großen Unterschied sehen und da ist von Gleichmacherei überhaupt nichts zu spüren. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, 15 und 16, denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wir merken, die Sprache reicht nicht aus, um den Unterschied angemessen zu erklären. Er sagt, die eine Gruppe, die stirbt den Tod des Todes, also die Steigerung des Todes, wie es überhaupt zu steigern geht, und die anderen erleben das Leben zum Leben. Eine Steigerung, dafür gibt es gar kein Wort mehr in der Sprache, weder im Griechischen noch im Deutschen noch sonst wo. Und darum behilft er sich, indem er sagt, das ist ein Geruch des Lebens zum Leben oder zum Tode des Todes. Was will er damit sagen? Er erklärt, er spricht vor einer Menschenmenge, dieser Apostel Paulus, und erklärt den Menschen das Evangelium der Rettung durch Jesus Christus. Und er sagte, jetzt passiert Folgendes, indem er das ausspricht. Er sagt, das ist wie eine Wolke, die über die Versammlung hinweggeht. So kann man das bildlich sich vorstellen. Eine Wolke, das Evangelium ist eine Wolke. Und er sagt, dabei passiert Folgendes bei dieser Wolke. Da sind Menschen, die hören das und nehmen das auf und sagen, das ist ja wunderbar, dass es ein ewiges Leben gibt, dass es einen Himmel gibt und dass ich eingeladen bin, in den Himmel zu kommen. Und sie jubeln und freuen sich in ihrem Herzen und sagen, das nehme ich an. Das ist die Botschaft, die habe ich noch nie gehört, das ist meine Sache. Und dann gibt es andere, die sagen, was soll das? Hat ja noch niemand sowas gesagt, dass es da jenseits der Todesmauer sowas gibt. Und sie glauben das nicht und weisen das von sich. Und sie holen sich dabei den Tod des Todes. Das heißt, diese Wolke des Evangeliums hat eine doppelte Wirkung. Diese Evangeliumswolke rettet Menschen aus der Verlorenheit und sie werden in den Himmel kommen. Und gleichzeitig vergiften sich andere, die es ablehnen, an dieser Wolke des Evangeliums und sterben den ewigen Tod, so nennt die Bibel das. Aber sie müssen existieren. Merken wir, das sind gewaltige Unterschiede, die bei der Verkündigung des Evangeliums passieren. Ganz gewaltige, riesige Unterschiede, die da plötzlich sichtbar werden. Und das sollten wir auch wissen, dass diese gewaltige Wirkung hinter dem Evangelium steht. Man kann sagen, dieses Evangelium ist eine Bombe, die schlägt ein. Und die schlägt so tief ein, dass es uns im Augenblick retten kann für den Himmel und wir werden gebucht für alle Ewigkeit für den Himmel oder wir gehen ewig verloren. So massiv ist der Unterschied, ganz gewaltig. Das lässt sich mathematisch schon gar nicht mehr in Zehnerpotenzen oder was ausdrücken, wie riesig diese Unterschiede sind. Aber es ist nicht nur das einzige Wort, in dem das erklärt wird. Entweder der Tod ist Vereinigung mit Gott oder Trennung mit Gott. Der Jesus sagt in Matthäus 25, 34, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das sagt Jesus und jetzt, heute schon, er sagt, er wird zu einer Menschengruppe sagen, wenn er wiederkommt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters.
Und jetzt nehmt in Empfang, ererbet das Reich, das extra für euch gebaut ist, in alle Ewigkeit. Und gleichzeitig sagt er einer anderen Gruppe, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das ist massiv, oder? Ich könnte mir nichts Massiveres vorstellen, keinen größeren Unterschied, als sowas zu sagen. Du bist gerettet für den Himmel in alle Ewigkeit oder du bist verflucht in alle Hölle und kommst dorthin, wo der Teufel auch ist. Das ist so massiv, da kann man nur erschüttert sein, so empfinde ich das. Diese Worte, und zwar aus dem Munde Jesu. Jesus war der mildeste, der sanfteste Prediger, der je über diese Welt gegangen ist. Und doch sagt er auch sowas. Gewaltig. Entweder ist der Tod für uns Erlösung oder Verdammung. Paulus hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Also der wusste schon, jetzt während dieser Lebenszeit, er sagte, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich bin so viel verfolgt worden, ich bin geschlagen worden, ich bin verprügelt worden, ich bin verraten worden, ich habe Schiffbruch erlitten, ich habe alles erlitten. Jetzt habe ich endlich alles erfüllt. Ich habe jetzt Lust abzuscheiden, um bei diesem Christus zu sein, über den ich immer gepredigt habe. Wunderbar, er weiß es ganz genau. Aber es kann auch Verdammung sein. In Markus 16, Vers 16 steht, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und zwar ganz massiv, ganz deutlich, wer das nicht glaubt, wer sagt, das ist alles Quatsch, das sieht mich nicht, der muss wissen, er geht in die ewige Verdammung. Ich weiß, das ist heute nicht mehr gefragt, eine solche Botschaft. In den Kirchen hat man es fast vollständig abgeschafft. Da wird gar nicht mehr drüber gepredigt. Kommt gar nicht vor. Und das finde ich sehr schlimm. Warum ich das schlimm? Weil die Menschen nicht gewarnt werden. Sie werden nur noch mit Liebe zugepredigt und denken, sie sind auf dem Weg zum Himmel. Und das stimmt überhaupt nicht, weil das Einbildung ist. Weil das die Alternative gar nicht erwähnt ist und sie haben sich darum niemals richtig entschieden. Sie laufen einfach mit. Das ist die Tragik. Dann sagt Paulus, entweder ist das Gewinn oder Verlust. In Philipper 1, 21 sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, der weiß ganz genau, wenn ich sterbe, dann mache ich den riesigen, den großen, größten Gewinn, den es überhaupt nur gibt. Ich ererbe das ganze Himmelreich. Boah, gewaltig. Das weiß er genau. Ich mache Gewinn. Aber die Bilanz des Lebens kann auch Verlust sein. Und davon lesen wir in Lukas 12, Vers 20. Da wird einem gesagt, der sein Leben auf Reichtum gebucht hatte, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Der hatte geplant, wie kann ich den Reichtum vergrößern, größere Scheunen bauen und hat alles schon gesehen, wie groß das ist. Der plant nichts mehr, sondern diese Nacht ist die letzte Nacht für ihn. Und dann geht's ab in die Finsternis. Verloren, ewig verloren. Der Tod ist für uns Annahme oder Verwerfung. In Matthäus 24, Vers 40 sagt der Jesus, dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. In diesem Bild erklärt er uns, dass in dieser Welt leben wir zusammen. Da ist vielleicht ein Ehepaar, die schlafen nebeneinander in den Ehebetten. Einer ist angenommen, der andere ist verloren. Oder zwei arbeiten in einem Büro, zwei Schreibtische gegenüber. Der eine ist angenommen, der andere ist verloren. Und die haben die gleiche Arbeit gemacht, die gleichen Aufgaben gemacht in dieser Welt. Aber jetzt im Tod sind sie getrennt, ewig getrennt. Dem einen geht es ewig gut, dem anderen geht es ewig schlecht. Von dem Alten Testament im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 2 steht, und viele werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben und etliche zu ewiger Schmach und Schande. Boah, das sind Unterschiede, die kann man kaum noch fassen. Berechnen kann man es gar nicht. Man kann sich nicht vorstellen, wie gut es uns gehen wird, wenn wir zu Jesus gehören. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, wie schrecklich es ist, wenn man ohne Jesus in die Ewigkeit übergeht. Das müssen wir unbedingt begreifen. Und das wird uns zum Heil sein, wenn wir das begreifen.
Wir haben ja das Thema genannt, was wird 5 Minuten nach dem Tode sein? Das haben wir jetzt an diesen Beispielen gehört. Unmittelbar direkt nach dem Tode wird es so sein. Und in Matthäus 16 erläutert uns das Jesus noch einmal ausführlich. Und ich lese einmal diesen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Da sagt Jesus, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns hier herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht kommen an diesen schrecklichen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde. Hier sehen wir nochmal knallhart diesen Unterschied. Der eine wird getragen in Abrahams Schoß, das ist ein Bild für das Paradies, noch nicht der endgültige Himmel. Und der andere wird getragen in die Vorhölle. Und er leidet Pein in Flammen. Und er bittet einfach nur, wenn er ein wenig Wasser kriegen kann, dass er die Zunge kühlen kann. Kriegt er aber nicht, wird ihm nicht gewährt. Und da hatte der 5 Brüder und die haben genauso gottlos gelebt wie er auch. Und jetzt hatte, wenn jetzt für mich ist es zu spät, hat er erkannt, aber wenn jetzt jemand hingeht zu den Brüdern und diese Brüder warnt, dann können sie gerettet werden und kommen nicht auch an diesen Ort der Qual. Und er bekommt die Antwort, nein, es wird keiner von den Toten dorthin gehen, keiner. Sie haben Mose und die Propheten, mit anderen Worten, sie haben das Wort Gottes. Im Wort Gottes steht genau geschrieben, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen. Und da steht auch genau geschrieben, wenn man nichts tut, wenn man so bleibt, wie man ist, dass man an den falschen Ort hinkommt. Hier sehen wir nicht 5 Minuten nach dem Tod, sofort gleich nach dem Tod tritt das ein. Der Mann liegt noch im Sarg und der Pastor predigt ihn vielleicht in den Himmel und der ist schon längst in der Hölle. Stellen wir uns das vor, so ist die Wirklichkeit. Die meisten, kann man sagen, die da so beerdigt werden und alle in den Himmel gepredigt werden, sind in dem Moment, wo sie da am Sarg liegen, schon längst in der Hölle. So klar ist die Bibel, so deutlich wird das gesagt. Das ist keine Fantasie, das ist alles Wort Jesu, wie er das sagt. Aber mir fällt auf bei diesem reichen Mann, der sagt nicht, es gibt keinen Gott. Interessant, ne? Das heißt, nach der Todesmauer gibt es keine Atheisten mehr. Sie haben alle gesehen, das war falsch, was sie geglaubt haben. Kein Atheist mehr, auch kein Kommunist mehr.
auch kein Freidenker, alle sind sie nicht mehr da, weil sie alle erkannt haben, diese Leute, die über Jesus gesprochen haben zu meiner Lebenszeit, die haben recht, das stimmt. Darum ist der Lazarus im Paradies, dem geht's gut. Hätte ich das doch bloß auch angenommen. Aber ich habe es vorgezogen, mich zu kleiden in Purpur, Reichtum zu sammeln und zu leben, wie ich es will. Es ist nichts mehr zu korrigieren. Er sagt auch nicht, das ist auch bemerkenswert, warum bin ich hier? Hätte er ja auch sagen können. Hätte er sagen können, jetzt bin ich hier in der Hölle, warum bin ich eigentlich hier? Das musste ihm niemand erklären. Warum? Denn er hatte zu Lebzeiten auch eine Versammlung besucht, wo ihm erklärt wurde, wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du ewig verloren. Das wusste er, war ganz klare Botschaft. Das hatte er inhaliert, das war ihm ganz klar. Und darum kann er nicht sagen, das habe ich nie gewusst. Das hat er gehört. Das heißt, alle, die heute hier sind, haben gewusst, es gibt den Ort der Verlorenheit, es gibt den Ort des Himmels, es gibt beides. Das wissen wir hundertprozentig und das müssen wir auch wissen. Und wir müssen wissen, heute Abend schreiben wir unsere Biografie. Heute ist, ich will es mal so sagen, Biografietag. Heute legen wir fest, wie unsere Biografie weitergeht. Und zwar, wie unsere Biografie weitergeht bis in alle Ewigkeit. Das legen wir heute fest. Wie? Durch Entscheidung. Nur am Ja oder Nein zu Jesus entscheidet sich eine ganze Ewigkeit. So gewaltig ist diese Entscheidung für Jesus. Das war der größte Tag in meinem Leben, als mir das deutlich gesagt wurde. Jahrelang hat man mir das in der Kirche nie gesagt, dass es eine Hölle gibt, dass man verloren gehen kann und auch nicht, wie ich in den Himmel komme. Da muss ein Kanadier, der kommen musste nach Braunschweig und in der Stadthalle verkündigt hat, du brauchst Jesus, um in den Himmel zu kommen. Das ging mir richtig durch. Ich weiß noch, das hat mich erzittert, diese Botschaft. Und da habe ich gesagt, ich komme, Herr Jesus. Wenn du der Retter bist, dann komme ich zu dir. Habe ich gemacht. Und das empfehle ich jedem, der das erkennt, diese Zweiteilung unmittelbar nach dem Tod. Dann entscheide dich für diesen Jesus. Jetzt kann man die Frage stellen, warum gibt es den Ort der Verlorenheit? Warum gibt es auch die Hölle? Nun, wenn Gott eine Sünde in seinen Himmel hineinlassen würde, wäre der Himmel sofort kaputt. So ist die Erde auch kaputt gegangen. Die Erde ist ja kaputt gegangen durch eine Sünde am Anfang. Und dann ist die Sünde eskaliert. Mehr und mehr und mehr. Und darum haben wir zwei Weltkriege gehabt. Darum haben wir Millionen und Abermillionen von Abtreibungen, von Ehescheidungen, von Zank und Streit und Betrug in dieser Welt. Das ist die Folge von einer Sünde. Wenn Gott eine Sünde in seinen Himmel hineinlassen würde, wäre der Himmel im Nu auch kaputt. Das will Gott nicht. Gott will, dass der Himmel ewig Himmel bleibt. Und der wird auch ewig Himmel bleiben. Da wird sich nichts ändern. Der Himmel wird ein ewiger Ort der Herrlichkeit, der Schönheit und der Vollkommenheit sein. Gott hat schon im Alten Testament gesagt, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe. Also Gott will, dass wir zu ihm ins ewige Leben hineinkommen. Das ist ein ausdrücklicher Wille. Und wenn der Jesus gepredigt hat über den Ort der Verlorenheit, dann merken wir, da hat er alle Wucht hineingelegt, um uns zu warnen vor dem Ort, den es gibt und wo die meisten Menschen hinlaufen. In der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 29 und 30, sagt er, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Merken wir diesen unglaublichen Ernst, mit dem Jesus hier predigt. Er sagt, reiß dir ein Auge aus, reiß dir ein Bein ab oder was auch immer, aber dass du ja nicht in die Hölle kommst. So entschieden ruft er und rüttelt die Leute auf. Und wenn du blind oder was weiß ich eingehst, spielt keine Rolle ins Himmelreich, denn dort wird alles wunderbar sein. Und wenn du hier Krebs hast oder sonst was, irgendeine Krankheit,
Sei nicht erschüttert. Es gibt den Augenblick, wenn du an Jesus glaubst, wo du hundertprozentig gesund wirst, und das ist im Himmel. Dort ist niemand mehr krank. Im Himmel gibt es keine Krankenhäuser, es gibt keine Polizei, es gibt keine Diebe. Alles gibt es nicht, keine Polizei, alles ist aufgehoben, weil alles vollkommen ist, weil es keine Sünde mehr gibt. Und das ist der Ort, wo Jesus uns hinruft. Und jetzt merken wir, warum Jesus so entschieden vor der Hölle warnt. Mir ist das mal gleichnishaft deutlich geworden, als ich über die Autobahn A45 fuhr. Das ist die Autobahn, die durchs Siegerland geht. Und dort im Siegerland, da geht es ja bergauf, bergab. Da hätte man die Autobahn natürlich auch so bauen können, hoch und dann wieder runter. Das wäre nun auch nicht das Wahre. Da hat man sich gut überlegt, dass man, wenn große Täler sind, hat man eine große Talbrücke gebaut, riesige Betonstelzen errichtet und darauf die Autobahn gelegt. Und als ich eines Nachts über diese Autobahn fuhr, eine der teuersten Autobahnen in Deutschland, als ich darüber fuhr, kam mir der Gedanke, was wäre, wenn diese Autobahnbrücke mittendrin abgebrochen wäre. Und wir sehen das gerade noch. Was würden wir machen? Vollbremsung, natürlich. Wir gehen sofort in die Bremse und sagen, Mensch, hier ist Abgrund, aber hallo, Vorsicht. Und was würden wir dann machen, wenn wir es gerade noch geschafft haben und bleiben vor der Abbruchstelle stehen? Was machen wir alle, ohne Ausnahme, bin ich ganz sicher. Wir würden sofort unsere Blinkanlage einschalten, wir würden unsere Warndreiecke herausstellen und wir würden sogar selbst auf die Autobahn gehen und uns hinstellen und wir sagen, halt, stopp, stopp, hier geht's in den Abgrund. Und einige würden sich warnen lassen und andere, da ist zum Beispiel ein Kaufmann, der sagt, ich muss unbedingt nach Frankfurt, morgen früh, 9 Uhr, muss ich einen Millionenauftrag unterschreiben. Haltet mich nicht auf, man kann es nicht ändern, der fährt weiter. Noch 3 Sekunden ist er im Abgrund. Der wird keinen Vertrag mehr unterschreiben. Und seht, genau das macht Jesus. Er warnt und sagt, hier geht's in den Abgrund. Vorsicht, Vorsicht, kommt ja nicht dorthin. Aber ich bin die Rettung. Ich will euch retten, dass ihr nicht in den Abgrund kommt. Denn Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns vor diesem Abgrund zu retten. Das ist sein Anliegen gewesen. Das war auch der einzige, der Hauptgrund, warum er kam. Er kam nicht, um ein paar Leprakranke zu heilen, oder da ein paar Blinde zu heilen, das hätten auch die Propheten machen können. Er hätte denen die Vollmacht geben können und dann wären die zum Propheten gegangen, der Prophet hätte die geheilt. Sehen wir ja im Alten Testament, wo er es auch gemacht hat. Dazu kam der Jesus nicht. Der Jesus kam, um am Kreuz zu sterben und für jede Sünde der Welt zu bezahlen, um jetzt jedem Sünder zuzurufen, komm auch. Weil ich gerade dich im Himmel haben will. Gerade dich. Du bist gemeint für den Himmel. Komm. Mach das fest und sei dir sicher darin, wenn du nicht ganz sicher bist in dieser Frage, ob du in den Himmel kommst, dann weißt du es nicht genau. An dieser Sache darfst du nicht spielen, du darfst nicht sagen, noch mal sehen, wie ich das mache. Da musst du ganz absolut gewiss sein, wenn ich in dieser Nacht sterbe, dann bin ich wirklich im Himmel. Und wenn du das nicht weißt, dann mache das heute fest. Heute bist du gerufen, um diese Entscheidung hundertprozentig festzumachen. Das ist das Anliegen Jesus, deswegen kam er in diese Welt, um uns zu retten. Und noch etwas in der Bibel steht, der Tod wird nicht mehr sein. Steht in Offenbarung 21,4. Haben wir die Bedeutung dieses Wortes schon mal erkannt? Was heißt das eigentlich? Wenn der Tod nicht mehr sein wird, na prima, wenn wir im Himmel sind und der Tod nicht mehr ist, klar, werden wir niemals sterben. Das ist die Funktion, weil kein Tod mehr ist. Wir werden niemals sterben. Aber der Satz gilt auch für die Hölle. Die in der Hölle sind, für die gilt das auch. Es gibt keinen Tod mehr. Das, was die sich am meisten wünschen würden, die in der Hölle sind, die würden sich wünschen, dass jetzt ein Strich drunter gezogen wird, dass der Tod kommt und das beendet. Aber den gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Tod mehr. Niemand stirbt mehr. Weder in dem Himmel noch in der Hölle. Das müssen wir wissen. So sieht das aus. Das, was dort entschieden wird, ist ewig. Ich habe gehört von einem Pastor, der damals im Vietnamkrieg bei den Soldaten war. Und da kommt der Pastor hin und ein Soldat fragt, Herr Pastor, gibt es eine Hölle? Und der Pastor, klare Antwort, nein, gibt es nicht. Aber der Soldat hat dann dem Pastor ein gutes Wort mitgegeben, hat gesagt, wenn es keine Hölle gibt, dann brauchen wir sie hier überhaupt nicht. Wenn es aber doch eine Hölle gibt, dann haben sie uns betrogen.
Dann haben sie uns nicht gesagt und nicht gewarnt vor diesem Ort, dass wir uns bekehrt hätten. Wir sehen, so ernst ist die Sache. Ein anderer Punkt, ein junger Pfarrer, aber ein gläubiger Pfarrer, nicht so einer wie der, der in Vietnam war, ein gläubiger Pfarrer, der an Jesus glaubte. Das muss man ja immer unterscheiden heute. Ein Pfarrer, nicht jeder Pfarrer ist ein gläubiger Pfarrer. Nur diejenigen, die an Jesus glauben und Jesus verkündigen und den Himmel predigen, das sind echte Pfarrer. Die anderen kannst du vergessen, weil sie nicht den Menschen das Himmelreich und Jesus predigen. Das war ja schon zur Zeit Jesu so. Die schlimmsten waren die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und Jesus sagt den Pharisäern, ihr kommt nicht in das Himmelreich, obwohl ihr weiß, wie fromm seid. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Das ist die Tragik, auch in unserer Zeit. Darum brauchen wir unbedingt eine Gemeinde, wo wir hingehen und wo wir die Botschaft von Jesus in aller Klarheit hören und wo man der ganzen Bibel glaubt, in allem. Wenn Abstriche an der Bibel gemacht werden, dann ist das ein Lügner. So deutlich müssen wir das sagen. Wer die Bibel ablehnt, und wenn es nur ein Kapitel ist, dann ist das ein Lügner. Denn die Bibel ist von Jesus abgesegnet. Das ganze Wort ist Wahrheit. Und Paulus hat uns gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Also ohne Ausnahme. So deutlich ist das zu nehmen. Und das ist unsere Botschaft. Aber jetzt dieser Pfarrer, der wurde von einem sterbenden Menschen eingeladen, der so im Sterben lag. Und der junge Pastor, der wollte nun was Gutes sagen zu diesem sterbenden Mann und sagt, Sie verlassen jetzt das Land der Lebendigen. Aber dann gab der Sterbende dem Pastor die Korrektur und sagt, nein, stimmt nicht. Ich verlasse das Land der Sterbenden und gehe in das Land der Lebenden. Das war die Antwort. So ist das. Wenn wir gläubig sind und hier diese Welt verlassen, dann verlassen wir das Land der Sterbenden und gehen in das Land des ewigen Lebens, wo es keinen Tod mehr gibt. Das ist die Botschaft. Darum geht es. Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag, kann mich noch erinnern, in Mannheim. Und da waren einige Leute zurückgeblieben, die sich für Jesus entschieden haben. Die wollten klar zu Jesus kommen. Wunderbar. Und da war eine Frau, mich interessiert mal, wie waren Sie hierher gekommen? Hat Sie jemand hier eingeladen oder wie kommen Sie heute hierher? Da sagt sie, wissen Sie, das kann ich Ihnen sagen. Heute Morgen ist meine Oma gestorben. Und wir hatten ein gutes Verhältnis, wir haben oft miteinander geredet und sie war eine fröhliche Frau. Aber jetzt lag sie da, ich konnte kein Wort mehr zu dieser Oma sagen. Sie war tot, regungslos. Und dann kam bei mir die Frage, wo ist denn die Oma jetzt? Wo ist die? Und ich hatte keine Antwort. Und dann sagte sie, dann ging ich raus und da sah ich ein Plakat mit dem Thema, genau wie heute Abend. Dann hat sie gesagt, das ist meine Frage. Und dann kam sie dorthin und sie entschied sich für Jesus. Nachdem sie gemerkt hatte, von Jesus hängt eine ganze Ewigkeit ab. Und sie entschied sich für die Nachfolge Jesu, weil sie die Antwort bekommen hatte. Großartig. Die werden wir im Himmel wiedersehen, weil die an diesem Abend zu Jesus Ja gesagt hat. Das ist es. Ich erinnere mich noch, das war zu Dienstzeiten, da war jemand da von einer Firma und die haben dort für unsere Mitarbeiter Kurse abgehalten für Programmiersprachen. Und dann war das so, am Ende kam der zu mir, hat sich verabschiedet und da haben wir noch so uns unterhalten, wie das so gelaufen war und so weiter. Und ich dachte, diesem guten Mann, der ist ja mit dem Auto gekommen, ich gebe ihm mal eine Kassette mit, damals waren noch Kassetten gängig, mit dem Thema, was wird nach dem Tode sein? Da sagt dieser Mann in dem Moment, sagen Sie mal, woher kennen Sie mich so genau? Ich sage, kennen Sie überhaupt nicht genau, ich habe Sie hier nur kennengelernt mit Ihren Kursen. Er sagte, das ist meine Lebensfrage. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Tod. Oh, ich sagte, das interessiert mich aber, was Sie da herausgefunden haben. Er sagte, ich habe herausgefunden, was einmal auf meinem Grabstein stehen wird. Ich sage, was ist das? Er sagt, ich werde dort einmeißeln lassen, jetzt weiß ich die Wahrheit. Ich sage, zu spät, zu spät.
Wenn Sie jenseits der Todesmauer sind, ist es zu spät. Sie müssen es jetzt wissen. Bei diesem Mann bin ich mir absolut sicher, der hat die Kassette gehört. Und er hat auch die Antwort gehört. Er hat sich nie gemeldet bei mir. Aber da bin ich sicher, der hat ganz aufmerksam hingehört. Und er hat mit Sicherheit, weil diese Frage ihm auf der Seele brannte, der hat sich entschieden. Ich bin sicher, den werden wir auch im Himmel sehen. Gewaltig. Wie Gott das macht. Aber entscheidend ist, dass er uns heute retten will. Dass wir heute diese Entscheidung für Jesus festmachen und mit absoluter Gewissheit uns im Klaren sind, dass wir dann in den Himmel kommen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich auch sehr bewegt hat. Da war ein Missionar unterwegs und hat zu den Eingeborenen gepredigt. Und da waren noch einige, die waren immer wieder gekommen. Und dem Missionar fiel auf, dass einer immer da war, bei jeder Veranstaltung. Der hat immer hingehört. Und da fasste sich der Missionar Mut und sagt, sag mal, willst du dich nicht auch entscheiden für Jesus? Da sagt er, ja, in einem Jahr. Einem Jahr kannst du nichts machen. Nun, der kam auch weiterhin zu den Veranstaltungen und dann fasste der Missionar sich wieder Mut und sagt, wie ist das mit dir? Willst du dich nicht auch entscheiden? Da sagt er wieder, in einem Jahr. Jetzt wurde der aber sehr schwer krank. Der wurde sogar, er spürte, er wird todkrank. Und da ließ er den Missionar rufen und hat gleich gesagt, der Missionar, wenn er kommt, er möge doch eine Medizin mitbringen. Und er kam auch mit einer großen Flasche zu dem kranken Mann. Und er hatte draufgeschrieben, bitte einnehmen in einem Jahr. Da hatte er die Botschaft verstanden. Er sagte, bin ich längst tot, ist zu spät. Ich muss eine Medizin jetzt haben, die mir im Augenblick hilft. Und da hatte er verstanden. Und dann kam dieser Mann zu Jesus. Sei klug und komme heute zu Jesus. Ist das nicht schön? Du kannst kommen. Du kannst kommen. So wie du bist. Du musst nicht erst 27 Stellen der Bibel auswendig lernen. Du kannst so kommen, wie du bist. Der Jesus nimmt dich an, wie du bist. Und selbst wenn du der größte Sünder bist, das heißt, den Platz kannst du gar nicht einnehmen, den größten Sünder, der ist schon besetzt durch Paulus. Paulus sagt, ich war der größte Sünder. Also Platz 1 ist schon vergeben. Also wir sind in der Rangliste der Sünder höchstens auf Platz 2. Sodass wir alle kommen können, ohne Ausnahme. Lassen wir uns einladen zu diesem Jesus, dass wir im Hier und heute ein Ja sagen zu Jesus und sagen, hier bin ich. Ich bin mir ungewiss, ob ich in den Himmel komme. Das möchte ich ganz genau wissen. Ich komme jetzt und lass mir das erklären und dann beten wir. Und dann möchte ich heute nach Hause gehen in der Gewissheit, ich habe das ewige Leben gebucht bei Jesus. Und er wird uns eintragen im Buch des Lebens, wo niemand Daten klauen kann. Das ist absolut gesichert. Dann wirst du eingetragen mit deinem Namen im Buch des Lebens. Da gehörst du hin. Und wenn du diese absolute Gewissheit nicht hast, dann komme. Hier und heute. Gott schenkt dir diese Gelegenheit. Er räumt dir das ein, dass du kommen kannst. Und dass du ewiges Leben Geschenk bekommst, Geschenk. Das ewige Leben kann niemand erwerben durch kein Reichtum, durch kein Gold, durch keine gute Tat, sondern nur im Geschenk annehmen. Alle Menschen der Bibel, die zum Glauben kamen, sehen wir immer wieder, sie bekamen das Himmelreich geschenkt. Das Erste, was Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben und ich habe dich gebucht für den Himmel. Das kannst du heute erfahren. Nimm das wahr, verpasse diese Gelegenheit nicht, nutze die Chance und komme. Und wenn du unsicher bist, komme. Und der Jesus sagt, führet sie herein. Vielleicht hat uns die Nachbarin eingeladen oder der Kollege. Dann können wir den bei der Hand nehmen und sagen, komm, ich komme mit. Und wir sammeln uns gleich hier in dieser Ecke, so viel da auch kommen. Ich kann verraten, es gibt noch
viele freie Plätze im Himmel. Ist das nicht schön? Freie Plätze. Die können wir einnehmen. Und wenn du den Platz nicht einnimmst, dann wird das eines Tages ein anderer einnehmen. Aber die Bibel sagt, es wird so lange verkündigt, bis die Vollzahl eingegangen ist. Die Vollzahl kennen wir nicht. Aber es wird jeder Platz im Himmel besetzt sein. Jeder. Du hast die Chance, dir heute diesen Platz zu reservieren. Nimm das wahr, komm gleich hier dorthin. Du bist geladen zum Himmel. Der Jesus möchte dich retten, wer du auch bist. Lass dich durch nichts aufhalten, komme. Warum? Weil Jesus ist, der dich liebt. Er ist nicht nur die Wahrheit in Person, er ist auch die Liebe in Person. Er kann nicht mit ansehen, dass du verloren gehst. Und darum war er am Kreuz, um dich zu retten. Komm, jetzt, hier und heute, nicht in einem Jahr. Wir wollen noch beten und ihm danken für diese Möglichkeit. Und dann können wir uns dort versammeln. So viele auch kommen, alle kriegen den Gutschein für den Himmel. Nein, mehr als einen Gutschein. Wir werden eingetragen im Buch des Lebens. Das ist absolut sicher. Wir haben lange gesessen, wem es möglich ist, bitte ich zum Gebet aufzustehen. Lieber Jesus, wir möchten dir danken, dass du die Wahrheit in Person bist. Aber du bist auch die Liebe in Person. Und weil du uns lieb hast, bist du am Kreuz gewesen, hast für jede Sünde bezahlt. Du bist der Einzige, der uns nicht anlügt. Du bist der Einzige, der uns die Wahrheit vermittelt. Du bist der Einzige, der in der Lage war, uns den Eintritt zum Himmel zu verschaffen. Und darum wollen wir uns zu dir aufmachen, dass wir heute unvorstellbar reich werden, weil wir den ganzen Himmel von dir heute geschenkt bekommen. Gib, dass niemand daran vorübergeht, sondern dass wir alle uns in deinem Reich wiedersehen, alle, um ewig mit dir zu leben. Herr Jesus, öffne jedem das Herz, dass er nicht so nach Hause geht, sondern dass wir uns auf den Weg machen zu dir, dem Retter, dem Heiland der Welt. Komme jetzt. Während die anderen rausgehen, sammeln wir uns hier in diesem Bereich. Und da werde ich meine Bibel nehmen und in wenigen Worten erklären, wie wir diesen Übergang vom Verlorensein zum Gerettetsein vollführen. Komm, lass dich laden. Du bist gerufen. Amen.